So, auf dem Weg zum Lazarett alte Bekannte besuchen. Schauen wir erstmal, was es hier alles gibt. Captain, hiermit möchte ich Sie über einen beunruhigenden Vorfall in Kenntnis setzen. Sie erinnern sich sicher an die Gefangene, die die Roten uns vor ihren Abzug übergaben. Rote Haare, geschwätzig, eine offizielle Künstlerin der Partei. Sie sollte gestern für die Propagandaarbeit, die sie für die braunen Schatten geleistet hatte, vors Militärgericht gestellt werden. Als ich sie jedoch dorthin eskortieren wollte, trat ein hochrangiger Offizier, ein Brite, an mich heran. Er sagte, wir hätten die Falsche erwischt und befahl mir, sie freizulassen. Da er ranghöher war als ich, gehorchte ich. Aber die Sache hinterließ einen bitteren Nachgeschmack. Die Roten waren absolut von ihrer Schuld überzeugt und erwartungsgemäß ist sie untergetaucht, nachdem der britische Offizier mir befahl, sie freizulassen. Glauben Sie, das reicht, um es der Militärpolizei zu melden? Ich hoffe auf Ihren klugen Rat in dieser Angelegenheit. Sergeant Scott Curtis. Erbärmlicher Vageraner-Abschaum. Ich werde mein einfach nicht los wie Flair auf einer Art. Oh, ich war so enttäuscht, dass ich dich nicht antraf, als wir das Haus deiner Eltern verwüsteten. Bevor wir sie in die Dombre warfen. Ich wollte Ihnen nur sagen, was für ein erbärmlicher Mann Sie sind. Sie verdienen nicht einmal meinen Hass. Treffer versinkt. Lauf, Häschen! Lauf! Bald sind wir zurück und machen Abschaum wie dir den Chaos! Ja, so geht man mit Arschlöchern um. Wagen ist befreit. Wagen der Patrioten besiegen braune Schatten und hissen Ostertaler Flagge über der Stadt. Ups. Ostertaler Patrioten haben heute gegen die Besatzer der braunen Schatten rebelliert und ihre Hauptstadt Wagen befreit. Während sie sich vor den Stadttoren eine Großstreitmacht der Alliierten sammelte, stürmten tausende belagerter Partisanen die Barrikaden der braunen Schatten, überwältigten die feindlichen Garnisonen und hissten die Flagge des siegreichen Ostertals über der Stadt. Laut neuesten Berichten aus dem Hauptquartier stießen die Truppen der Alliierten nach erbitterten Gefechten mit den braunen Schatten und den Kollaborateuren der Wagener Miliz zu den Wagener Patrioten auf dem Musikplatz im Herzen der Hauptstadt. Ein sowjetischer Major ergriff auf der Bühne des Platzes zwischen den Automaten das Wort zu einer außergewöhnlichen Ansprache. Er verkündete: Dieser große Tag der Befreiung wäre ohne die anhaltenden Anstrengungen so vieler Menschen, insbesondere einer sowjetischen Fabrik in der Stadt Komkolzgrad, nicht möglich gewesen. Diese zwischen der Ukraine und Kasachstan gelegene Fabrik konnte dank ihrer aus Automaten bestehenden Arbeiterschaft den Abbau und die Verarbeitung von Schwermetallen aufrechterhalten. Der Major fügte hinzu: Es erscheint mehr als passend, dass der Schöpfer dieser Fabrik ein und derselbe ist, der auch diesen Musikplatz erschaffen hat, auf dem wir heute als freie Weltbürger stehen. Sein Name war Hans Vorarlberg. Der Wagener Radiosender bestätigte heute Abend, dass die Hauptstadt Ostertals befreit wurde und dass der Oberbefehlshaber der braunen Schatten eine bedingungslose Kapitulation unterzeichnet hat. Ja, so geht das. Deswegen haben die Politiker ja immer so viel Angst vor dem Volk, weil das Volk, das sind wir, das sind viele. Die hingegen sind nur wenige. Ich denke mal nicht, dass ich mich jetzt hier in die Schlange einreihen muss, oder? Ich weiß es nicht. Da können wir noch was machen. Nee, ich wollte mir das erstmal anschauen.
vermisste Person. Seit der Befreiung scheint jeder in Wagen nach jemandem zu suchen. Ja, das war sicher vorher auch schon so. Oh, du bist der Stana. Herr Gustav? Wäre es doch nur die Musikakademie geblieben. Jetzt ist das die Basis der Alliierten. Ja. Ich war gerade bei Leni. Deshalb bin ich auch hier. Ich wollte sie sehen, bevor ich weggehe. Wie geht es ihr? Naja, sie lebt noch. Die Alliierten kümmern sich hier im Lazarett um sie. Gott sei Dank, eine Sonderbehandlung für ihre Verdienste im Widerstand. Aber wahrscheinlich wird sie nie wieder laufen können. Es tut mir so leid, was ihr passiert ist. Ich habe Leon allein sterben lassen und konnte nicht einmal Leni helfen, als sie beim Überfall auf die Hütte angeschossen wurde. Ich verstehe dich, Liebes, aber gib dir nicht selbst die Schuld. Viele von uns haben etwas zu bereuen. Und einige mehr als andere. Besonders in Kriegszeiten, Dana. So ist der Lauf der Welt. Wir müssen weitermachen, so gut wir können. Vielleicht, wenn genug Wasser den Bach hinuntergeflossen ist, kehren die Schwäne zurück und wir alle können wieder zusammenleben. Wie früher. Es wäre wirklich schön, wenn das möglich wäre. Und Leni? Ich verspreche, mich gut um sie zu kümmern. Für den Rest meines Lebens. Hab mein kleines Mädchen einmal verloren. Kein zweites Mal. Ich nehme meine Arbeit auf der Hütte wieder auf und baue sie für ihre Bedürfnisse um. Hm. Das ist schön. Ist alles in Ordnung, Dana? Ja, wir fragen mal. Wo waren Sie während der Besatzung? Leni hat das nie erwähnt. Wenn du es wissen willst, ich wurde freigesprochen. Vom Militärgericht, Dana. Könnte etwas damit zu tun haben, dass ich der Vater einer Heldin bin. Aber ich wurde in allen Punkten freigesprochen. Oh, verstehe. Ich verstehe sehr gut, Herr Gustav. Einen schönen Tag noch. Ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist er wohl dann ein Überläufer. Kann ich jetzt mit dem reden oder kann ich mir die Dinger jetzt angucken? Guten Tag. Ach nee, mit dem hier vorne kann ich reden. Ah. Herr Sauer? Ah, Fräulein Dana. Was tun Sie denn hier? Also, anders als meine Expeditionskollegen habe ich mich geweigert, mich von den Alliierten anheuern zu lassen. Ach der. Und damit gleichzeitig auf Immunität verzichtet. Warum haben Sie das denn getan? Also, ich wollte schon mein ganzes Leben nie etwas anderes tun, als mich voll und ganz der anthropologischen Forschung zu widmen. Aber wenn ich eine Sache in Baltaya gelernt habe, dann, dass das nicht mal im Ansatz funktionieren kann, wenn man nichts anderes als eine Marionette irgendeiner Supermacht ist. Nicht einmal vorübergehend. Ich habe genug davon, Wissenschaft zu prostituieren. Also muss ich mich jetzt dafür verantworten, dass ich mich von den braunen Schatten habe finanzieren lassen. Verstehe. Es tut mir leid wegen Leon. Fräulein Dana. Ich weiß, Sie standen sich nahe. Er hat ständig von Ihnen gesprochen. Tut mir leid, dass ich so harsch war, als wir uns das letzte Mal sahen. Er war ein guter Mann. Ich vermisse ihn. Seine Integrität. Ich vermisse ihn auch. Herr Sauer? Ja, Fräulein Dana? Danke,
Dass Sie mir Leons Brief über die Ereignisse in Baltaya gegeben haben, trotz Ihres eigenen Kummers. Das beweist Ihre Ehrenhaftigkeit. Alles Gute für Sie. Das war's. Mit den Leuten hier bin ich fertig. Ich sollte jetzt mit Leni im Lazarett reden. Ja, und wer es nicht mehr weiß oder bisher nicht verstanden hat, das war natürlich der Typ, der ihm geholfen hatte, der ihn quasi freigelassen hatte, als der gefesselt war. Hallo, Leni. Ich gehe fort, Leni. Jeder neue Tag in Wagen ist eine Qual für mich, seit Leon tot ist. Ich ertrage es hier nicht mehr. Nicht jetzt, wo die Stadt befreit ist. Also gehe ich fort nach Amerika. Dort werde ich ein neues Leben beginnen. Ich weiß nicht, ob es mir in den Vereinigten Staaten besser gehen wird. Aber ich werde dort sicherlich bessere Chancen haben als hier. Ich lasse dich nicht allein, Leni. Ludwig bleibt. Er hilft dir, Leons Leiche in den Bergen zu finden. Ich schreibe dir. Ganz oft. Ich werde dich nicht vergessen. Es tut mir so leid. Und Dana, sie erfuhr nie, was sie getan haben? In der Tat. Und hat sie Ihnen aus den USA geschrieben? Wie versprochen? Ja, hat sie. Die nächsten 40 Jahre lang. Das heißt, sie lebt noch? Ich weiß es nicht sicher, aber die Chancen stehen gut. Können Sie mir das erklären? Nein, ich habe genug erklärt. Vor allem mir selbst. Ich will jetzt nur noch Frieden finden, weit weg von Schuld und Einsamkeit. Ich werde jetzt schlafen. Es ist nicht zu spät, sich selbst zu verzeihen. Ich wüsste nicht wie. Selbst wenn ich es wollte. Sie müssen es versuchen. Danke, Fräulein. Sie finden den letzten Brief von Dana in meinem Automaten. Er gibt Ihnen die Antworten, die Sie suchen. Danke. Okay. Ist das? Einmal. Vorausgesetzt, das heißt öffnen. Ich weiß es nicht. Das sieht so ein bisschen komisch aus. Kann man auch nichts mehr drehen danach. Ne? Achso, Moment. Ah, okay. Das habe ich jetzt natürlich oben nicht gemacht.
Ja. Keine Ahnung, soll ich die umdrehen? Ich weiß es nicht. Ah, okay, verstehe. Hey, bleibst du hier? Hallo, Mauszeiger. Der passt. Dazu brauche ich den einen. Ja. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass wir den einstellen können. Wo ist der denn jetzt hin? Oder soll der das hier unten sein? Ja, das sollte ja sein. Okay. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Das war eins nach oben und eins nach... Ja, muss ja eigentlich. Eins nach oben, eins nach rechts, weil das eine ist ja so und das andere so. Dann. Ist jetzt aber falsch rum, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe. Müsste ich genau andersrum machen. Oh, das passt nicht. Ja, 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 ja. Ich muss den Schlüssel richtig einstellen. Ja, ja. Dann machen wir das einmal runter und das einmal hoch. So. Ich versuche besser etwas anderes. Versuch das. Moment, Moment, ich kann irgendwas drehen. So. Aber das kann ich noch nicht machen. Was kann ich denn hier noch machen? Was ist damit? Nein. Nee, nee, das ist klar. Kann ich das nochmal reinmachen? Oh, okay. Kann ich das jetzt? Aber das ist doch hier unmöglich. Unten. Ja, weil die Dinger, die müssen doch weg. Aber ich kann noch nichts anderes machen, so wie es aussieht. Da kann ich auch nichts mehr machen. Moment. Okay. Linke Taste. Sie sollten diesen Körper jetzt steuern können, Oscar. Ah! Arbeiten wir zusammen, um Danas Brief zu finden. Oder auch nicht. Ach so, ich kann... ich kann schon tauschen. Okay. Ein neuer Körper. Schon wieder. Ja, schon wieder. Da steht nur, dass wir den Brief aus dem Automaten holen sollen. Ja, ach so, Moment. Mit L. Oh, wie schlicht. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Untersuchen? Zack. Das steckt fest. Ernsthaft? Oh Leute, ich will doch nur hinter das Geheimnis kommen und das Ende erfahren. Ich bin jetzt irgendwie so angefixt. Das steckt fest. Ach, ernsthaft? Müssen wir hier oben irgendwas machen? Da, da können wir was machen. Dieses Schloss. Ich glaube, ich muss das kleine bewegliche Teil verschieben, um es zu öffnen. Vielleicht kann Oscar mir dabei helfen. Das kleine bewegliche Teil. Ja, aber das ist doch, jetzt ist es doch wieder zu, oder nicht? Dieses Schloss. Ich glaube, ich muss das kleine bewegliche Teil verschieben, um es zu öffnen. Vielleicht kann Oscar mir dabei helfen. Oder muss ich das jetzt doch wieder zumachen?
Oder wie? Das steckt fest. Ich verstehe es jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Ja, Moment, jetzt bin ich wieder... Aber das sieht doch aus, als ob man da so einen Schlüssel reinstecken kann. Ich verstehe es irgendwie nicht. So, und wenn ich den jetzt anschaue... Das steckt fest. Dieses Schloss. Ich glaube, ich muss das kleine bewegliche Teil verschieben, um es zu öffnen. Vielleicht kann Oskar mir dabei helfen. Wir können die Rückseite des Automaten teilweise öffnen. Vielleicht finde ich darin etwas, was uns nützt. Die Rückseite des Automaten. Ach, das ist die Rückseite gewesen. Deswegen verstehe ich nämlich, oder anders gesagt, ich habe nämlich auch nicht verstanden, warum man das Ding nicht sieht. Aber wie? Da muss ich ja irgendwie auf die Rückseite... Ah, jetzt. Jetzt. Ah. Da kann ich nichts mehr machen, oder? Das kann ich aufmachen? Nein. Bleibt doch mal da. Das steckt fest. Ja, dann halt nicht. Da muss ich zurück. Moment. Quasi ein... Moment, da muss ich den aber wieder anders einstellen. Moment. Bin ich jetzt auf dem Schlüssel? Ja. Das heißt, den muss ich jetzt wieder wegtun. So. Dann sollte das eigentlich gehen. Okay. War es das schon oder muss ich jetzt noch mehr drehen? Das kann natürlich auch sein. Ja, weil ich kann es jetzt nicht rausnehmen. Was ist, wenn ich das jetzt wieder zurückmache? Dann geht das wieder rein. Ach so, dann nimmt die den raus. Okay. Ich dachte schon, es kann ja nicht sein, dass die da... Okay. So, kann ich jetzt hier irgendwas bewegen? Dieses Schloss. Ich glaube, ich muss das kleine bewegliche Teil verschieben, um es zu öffnen. Vielleicht kann Oskar mir dabei helfen. Das ist immer noch der gleiche Spruch. Okay. Das steckt fest. Wie, das steckt immer noch fest? Wollt ihr mich verarschen? Es muss doch irgendwas mit der Rückseite jetzt noch zu tun haben. Die Frage ist nur, was? Da oben kann ich anscheinend auch noch mal was machen? Nee. Doch nicht? Was ist denn jetzt hiermit? Nein. Kann ich gar nicht drehen? Egal wohin. Das steckt fest. Das steckt immer noch fest, okay. Dann habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Das wird nützlich sein. Ja, aber ich kann ja nicht weiter drehen. Das ist das Problem. Ich kann ja nur zurückdrehen. Geht das wieder zurück? Das ist doch eigentlich richtig, so wie es jetzt ist. Oh, und ich habe mich schon gefreut, dass diese Folge heute mal nicht so lange ist und dann... Kommt natürlich wieder so ein großer Klopper, wo ich entweder hier komplett, wo man mich jetzt komplett falsch erwischt oder ich weiß auch nicht. Hier kann man auch nichts machen. Ich will das dieses nicht. Dieses Schloss. Ja, nervt mich doch nicht. Ich glaube, ich immer muss das kleine bewegliche Teil verschieben, um es zu öffnen. Vielleicht kann Oskar mir dabei helfen.
Das kleine bewegliche Teil habe ich schon verschoben, aber damit kann ich das Ding nicht öffnen. Sie meint wahrscheinlich das auf der Rückseite, nehme ich mal an. Ich denke mal nicht, dass sie das jetzt hier meint. Das steckt fest. Ich verstehe es nicht. Egal, wie ich das drehe und wende, sobald ich das kleine Teil mache... Moment. Nee, das ist jetzt wieder zum Zumachen. Das bringt uns jetzt auch nichts. Nein. Das steckt fest. Ja, so weit war ich auch schon. Nein. Muss ich das drehen? Aber das habe ich doch eben, glaube ich, versucht zu drehen, bevor ich da was mache, oder? Okay, ich nehme mal im Runter. Das steckt fest. Nein. Ich verstehe es wirklich nicht. Also wenn ich jetzt hier jeden Millimeter abgehe, das ist ja alles schön und gut. Das Problem ist, er kann mir auch nicht... Wieso ist jetzt was Neues? Okay. Das steckt fest. Nein. Das müssen wir jetzt aber nochmal genau gucken hier. Also, das Ding müsste ich theoretisch nach unten schieben, oder nicht? Dieses Schloss. Ich glaube, ich muss das kleine bewegliche Teil verschieben, um es zu öffnen. Vielleicht kann Oskar mir dabei helfen. Das steckt fest. Steckt immer noch fest. Kann ich jetzt nur noch nach unten? Kann ich jetzt aber noch mal nach unten? Keine Ahnung, ob mir das jetzt was bringt. Ich weiß es nicht. Das steckt fest. Offenbar nicht. Dieses Schloss. Ich glaube, ich muss das kleine bewegliche Teil verschieben, um es zu öffnen. Vielleicht kann Oskar mir dabei helfen. Moment, das Teil... Ist das wie so eine Blockade eventuell? Theoretisch müsste der jetzt erstmal, glaube ich, das Ding wieder runter machen. Das steckt fest. Aber ob das jetzt so richtig ist? Ich habe keine Ahnung. Das wird auch nicht funktionieren, denke ich mal. Das steckt fest. Naja, das ist ja im Endeffekt das... Oh, Moment. Hä? Ah. Das heißt, dass der jetzt quasi hier dann nicht mehr runter kann. Aber das andere eventuell... Nee, der kann trotzdem ganz normal beides bewegen. Dieses Schloss. Ich glaube, ich muss das kleine bewegliche Teil verschieben, um es zu öffnen. Vielleicht kann Oskar mir dabei helfen. Ist ja gut, ist ja gut. Das steckt fest. Oh, ist das nervig. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Ich weiß jetzt nicht... Hier kann man jetzt nichts Neues machen. Ich denke mal, das muss jetzt nach links. Aber ich bin mir nicht sicher.
das bringt uns auch nicht wirklich was. Das steckt fest. Dieses Schloss. Also hier vorne verändert sich tatsächlich gar nichts, wenn er auf oder zugeht. Dementsprechend denke ich nicht, dass das irgendwas damit zusammenhängt. Nein, das war die falsche. Moment, hier können wir noch... Ah! Dann müssten wir das theoretisch nach oben ziehen, das wieder nach links machen. Und dann müssten wir rein theoretisch das Teil, ja, entweder nach oben schieben oder nach unten schieben. Ich weiß es nicht genau. Moment, das war jetzt mit dem linken Arm, glaube ich, ne? Na komm. Genau. Ich denke, ich weiß jetzt, worauf die hinaus wollen. Und das war jetzt die Rückseite, glaube ich, wodurch sich das dann verschiebt. Nee, das war oben. Na. Genau. Jetzt sagt sie wahrscheinlich immer noch, dass das festhängt. Nein. Das steckt fest. Diesen Satz höre ich heute nicht mehr gern. Das steckt fest. Ach, willst du mich denn verarschen? Dieses Schloss. Ich glaube, ich muss das kleine bewegliche Teil verschieben, um es zu öffnen. Vielleicht kann Oskar mir dabei helfen. Oder muss der das jetzt eventuell nochmal zumachen? Das, ich glaube zwar nicht, weil da tut sich ja nichts bei. Dieses Schloss. Ich glaube, ich muss das kleine bewegliche Teil verschieben, um es zu öffnen. Das steckt fest. Das steckt fest. Ich denke... Ich muss das hinten öffnen, aber... Ah. Ist blockiert. Wie ist blockiert? Das war wohl falsch. Nein, war es nicht. Bewegt sich nicht. Es muss irgendwo anders am Mechanismus eine Möglichkeit geben, den zu entriegeln. Bewegt sich nicht. Ja, aber ich kann ja jetzt hier nichts mehr... Ah! Ah! Oh! Gott sei Dank. Ich schaffe es heute doch noch. Oh je, oh je, oh je. Der lässt das immer automatisch nach einer Weile los. Das ist ja doof. Na komm. Noch ein bisschen, dann haben wir es geschafft. Geschafft. Jetzt sollte ich das Schloss entfernen. Nein! Muss ich das ernsthaft auch noch zur anderen Seite machen? Ey, das ist nicht euer Ernst. Das ist so blöd von der Handhabung. Also zumindest mit dem Controller. Mit der Maus wahrscheinlich nicht so extrem. Ah, es wird doch eine sehr lange Folge heute. Ich merke das schon. Jetzt müssen wir das wieder umstellen. Nach oben. Na komm schon.
So, und wie habe ich das jetzt nochmal umgestellt? Durch ihn selber, ne? Mit dem Arm, glaube ich. Nach oben. Ah, nee, das war das andere. Ah, nee, 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 nee. War das doch der andere Arm, theoretisch? Nein, auch nicht. Dann war es doch, ja, dann war ich's wahrscheinlich. Ach so, das ist hinten wieder zu, oder? Ich muss noch mal... Nee, andersrum. Moment, Moment. Nein! Ach. Warum können die nicht einfach L1 und L2 schreiben? So, jetzt muss ich das noch mal hinten drehen. Wenn ich hier rauskomme, heißt das. Da oben war das aber. So. Ja. Genau. Jetzt die andere Seite. Ach, jetzt muss das Teil aber wieder runter. Oh. Das war... Ne, das war die linke Seite. Meine ich nämlich, dass das genau verkehrt herum war. Ach so, ja, ist ja eigentlich logisch. Er guckt ja da rein und ich gucke ja quasi verkehrt herum drauf. Das ist schon logisch. So. Jetzt die andere Seite auch noch entriegeln. Ach, das Stückchen hättest du doch jetzt noch nehmen können. Oh, ich glaube, ich kann die Kurbel jetzt drehen. Das ist eine Kurbel? Echt? Nein, bitte nicht noch ein Rätsel. Okay, also da muss ich jetzt alle vier rausholen. Zwei, drei, vier. Nein, das ist nicht die richtige Einstellung für den Schlüssel. Nee, da muss ich sie alle wieder reinstellen. Aber dann sieht das so komisch aus. Irgendwie. Ich habe mich schon gewundert, dass das so breit ist. Ja, gut, okay. Diese Karos oder was das da waren, die haben mich jetzt irgendwie irritiert. Der Brief. Oh, endlich. Endlich. okay. Frühling 1983. Dana hat Leni diesen Brief vor 20 Jahren geschickt. Ja, aber da muss noch irgendwas drin sein. Ah, Moment. Dana Goengrich. Manhattan. Ein neuer Nachname. 21. Mai 1983. Meine liebe Leni. Tut mir leid, dass ich so lange nicht geschrieben habe. In letzter Zeit war es nicht einfach für mich.